Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Die Säulen der Erde. Wer den Wind sät, Buch 2, Kapitel 8. Wir machen jetzt einfach mal schön weiter. Und ja, hier hatte jemand was versteckt. Da ist unser Bruder. Das ist die Speisekammer. Ich gehe da mal rein. Ihr Hund ist jetzt wohl draußen. Na gut, der Typ hat sich da ja auch ziemlich... Oh! Das riecht ja furchtbar hier drin. Alles verfault. Ganz lecker. Die sind alle verrottet. Igitt! Sie hat auf jeden Fall das Fleisch eingepackt. Voll mit Maden und Schimmel. Igitt! Ein totes Huhn. Was für ein schrecklicher Geruch. Jemand muss es aus Spaß da drin eingesperrt haben. Was für eine Verschwendung. Wie grausam eher, würde ich sagen. Was ist denn hier so nass? Topf voll mit Mehl. Mehlwürmer. Ich muss mich mal einmal kurz richtig hinsetzen. Einen Moment, Leute. Oh. Tschüpp. Tschüpp. So, jetzt bin ich wieder da. So, das muss ja auch mal sein. Kann ich die denn... Ekelhaft. Nee. Da können wir nichts mit anfangen. Dann vergammelte Äpfel. Da stecke ich meine Hand nicht rein. Würde ich auch nicht tun. Ekelhaft. Würde ich nicht tun. Tuch? Mal sehen. Oh, nee. Ein Laib Brot. Und es sieht nicht halb so schlecht aus wie der Rest hier. Mitnehmen. Ja, das war's, ne? Zwiebeln? Das lohnt sich nicht. Sie sind offensichtlich ungenießbar. Kann ich die Kerze da an... Nein, kann ich nicht anzünden. Ich hab sonst nichts. Dann gehen wir wieder hier raus. Was war das denn jetzt? Ihr Hund. Flemish, hier Mädchen. Erkennst du mich nicht? Ah, gutes Mädchen. Im Regen ist mein Geruch wohl schwer zu wittern. Da gebe ich garantiert nicht das Fleisch gutes mit Maden. Mädchen. Ein Trug? Alles ganz trübe. Nichts drin, außer dreckigem Wasser. Zur Mauer, Karren. Nichts. Vielleicht hat Matthew das andere Tor gemeint. Wir gehen mal zu Walter. Ich sag mit Absicht, Walter, bitte lass uns gehen. Was zahlt William dir? Du wirst... Ellie? Dafür ja. Du machst viel für ihn. Kümmerst dich um sein Pferd, bewachst seine Gefangenen. Was zahlt William dir? Wieso fragst du mich das dauernd? Ich könnte dir vielleicht mehr zahlen. Richtig. Sag uns, wie viel du willst. Vielleicht tue ich das ja nicht nur fürs Geld. Das glaube ich dir nicht. Was sonst könntest du davon haben, grausam zu sein? Einen eifrigen Schüler. Im Gegensatz zu dir mag Percy Hamley, wie ich seinen Sohn aufziehe. Du wirst dafür in der Hölle schmoren. Das habe ich in letzter Zeit öfter gehört. Es stimmt ja auch. Leute wie du werden ewige Qualen erleiden. Das macht diese Welt gerecht. Oh, das wusste ich nicht.
Aber ich mache mir ja sowieso nicht so viele Gedanken. Tu nicht so, als hättest du nie ein Herz gehabt. Ich sehe doch, wie gut du sein Pferd behandelst. Du willst, dass ich euch gehen lasse? Ja? Natürlich. Das wäre sehr anständig von dir. Es ist unverantwortlich, uns hier gefangen zu halten. Geht nicht. Warum nicht? Weil Bartholomäus noch Graf ist. Ich kann seine Brut nicht einfach frei rumlaufen lassen. Ich werde nicht dafür bezahlt, unverantwortlich zu sein. Es war ja ein Versuch wert. Dann sprechen wir mal mit unserem Bruder. Richard. Haben sie dich gehen lassen? Hast du dich auf ihre Seite geschlagen? Sei nicht albern. Ich werde mich ihnen niemals beugen. Wir sind auch nur Menschen, ja? Wie geht's dir? Hast du meinen roten Schal? Achso, wie geht's dir erstmal? Wie geht es dir? Wenn ich ein Schwert zum Halten hätte, ging's mir besser. Hat er was Komisches gesagt? Der Junge und ein Schwert. Schau ihn dir an. Er kann kaum den Kopf hochheben. So ein Wurm kann nicht kämpfen. Besser, man zertritt ihn gleich. Hast du meinen roten Schal gesehen? Hast du den Verstand verloren? Matthew hat ihn zuletzt gehabt. Er sagte, er hätte ihn verloren. Dann frag ihn. Und ich mache mir inzwischen Gedanken über einen Plan. Oh. Du hast meinen Schal wirklich nicht gesehen? Ellie, hör auf mit dem Unsinn. Die Sache ist ernst. Nur Geduld. Ich schaffe uns hier raus. Das wird nicht reichen. Wir müssen die Burg zurückerobern. Bist du verrückt? Sie müssen büßen, Ellie. Selbst König Stefan. König Stefan weiß wahrscheinlich gar nicht, was hier passiert ist. Er muss die Wahrheit über diese Leute erfahren. Vertrau mir, Ellie. Ich habe einen Plan. Hm. Oh! Nicht! Ihr könnt so lange flüstern und planen, wie ihr wollt. Solange meine Männer das Tor bewachen, kommt ihr hier nicht lebend raus. Mach keine Dummheiten. Keine Angst. Ich bin bald zurück. Verliere nicht die Hoffnung. Mhm. Sollte ich jetzt über die Mauer gehen, oder? Du bleibst hier unten bei mir, hörst du? Ja, sehr gut. Dann gehe ich nicht über die Mauer. Gut. Warte mal, warte. Kann man das Brot ihm geben? Ich versuch's mal. Da, steck das ein. Schnell. Ja. Oh, danke dir. Hey, was gibt's da zu flüstern? Was gebe ich jetzt bloß William? Das Fleisch mit den Maden. Das kann er gerne essen. Einen Schritt weiter und du wirst es bereuen. Okay. Wie soll ich denn dann den roten Schal kriegen? Warte mal. Könnte ich ihm das vielleicht geben und ihm wird dann schlecht, dann rennt er weg und ich habe dann freien Zutritt? Ich hoffe, du hast nicht vor, das William zu geben. Okay. Hat doch nicht funktioniert. Hast du, wonach mein Herr dich gebeten hat? Ja. Ja. Gut. Dann lass sie nicht länger warten. Matthew? Kümmer dich nicht um ihn. Hol mir was zu essen, verflucht. Boah, dieser Typ, ne? Ich hatte jetzt ein Wochenende nicht gespielt, ne? Und ich hab schon wieder so einen Hass, ne? Ich brauch den nur hören. Ich hab schon wieder so einen Hass auf den. Na gut, dann geben wir ihm das jetzt. Lecker, lecker, lecker.
dein Essen. Ja, was ist das? Mehr kriegst du nicht von mir. Oh, das werden wir ja sehen. Ui. Du glaubst wirklich, du könntest deine Spielchen mit mir treiben? Ich bin die Tochter des Grafen und nach dem Gesetz des Königs bist du mein Untertan. Ach was. Vergiss, was ich über deine Arroganz gesagt habe. Sie macht dich eigentlich ganz hübsch. Ha? Im Namen meines Vaters! Stirb! Master Richard, nicht! Nein. Dummer Junge. Er ist so dumm wie seine Schwester. Ich würde dich rannehmen, wenn ich wollte. No! Aber ich stehe nicht auf Jungs. Was ist mit ihr? Ist sie tot? Lass sie. Der König hat noch nicht gesprochen. Wartet, bis euer Vater Graf ist. Dann könnt ihr mit ihr machen, was ihr wollt. Verdammt! Zur Hölle! Sie ist so hässlich, die will doch eh keiner. Steck sie zu den Tieren, bis der König entschieden hat. Boah, der Typ, ne? Oh, dieser Typ dort, der macht mich... Oh! Oh. Kommt jetzt wieder so ein geiles Intro? Ja. Oh, ich kriege jetzt mal eine Gänsehaut. Oh. Klasse. Muss mal eben kurz was gucken, ob ich die Alarmanlage scharf habe. Ja, habe ich. Super. Buch 2, jetzt habe ich oh, Kapitel 8. Ja, hatte ich ja schon gesagt. Aljena. Naja, ihr konntet ja jetzt die Überschrift lesen. Ach, er lebt noch. Ey, jetzt mal aber ohne Scheiß, ne? Dieser William, denkt der wirklich, der kann alles mit Vergewaltigung regeln? Andauernd hört man von dem nur, dich würde ich rannehmen, dann ist wieder alles in Ordnung. Dich würde ich rannehmen, dann weißt du, wo du hingehörst, bla bla bla. Boah, der geht mir so auf den Piss, ehrlich, ey, der müsste mal ordentlich rangenommen werden. Vielleicht labert er dann nicht mehr so viel Scheiße. Oh. Oh, ich bin so wütend, bin ich jedes Mal, wenn ich den Typen sehe. So, wir haben hier Ketten. Da kann ich nichts mit anfangen. Wir haben hier einen Hammer. Er hängt zu hoch. Mhm. Ich bin angekettet. Ich kann ihn nicht erreichen, wenn er bloß näher wäre. Das Rad mit Hufeisen. Guck mal. Ich kann es nicht erreichen. Pferd. Kann ich nichts mit anfangen. Richard. Richard. Wach auf. Ich versuch's nochmal. Komm, du musst jetzt aufwachen. Er gibt's nicht.
Hey! Ellie, mein Ohr! Ist noch dran. Was hast du dir dabei gedacht, auf William loszugehen? Ich musste dich beschützen. Mutig war es, aber es war auch sehr dumm. Aber ich sag mal trotzdem, es war mutig. Das war sehr mutig von dir. Ich weiß nicht. Doch, Vater wird stolz auf dich sein, wenn du ihm davon erzählst. Wie fühlst du dich? Mir ist heiß. Wir müssen dich abkühlen. Die Wunde lässt dein Blut kochen. Wir müssen an einen trockenen und kühlen Ort kommen, damit du heilen kannst. Ellie, sie haben uns angekettet. Ich werde hier sterben. Angekettet war es auch schon vorher. Das macht es nur schlimmer. Wir kommen hier raus. Gib nicht auf. Wir kommen hier raus. Und was dann? Wir werden Vater finden. Er wird wissen, was zu tun ist. Ich habe gehört, er sei beim König in Winchester. Dann müssen wir auch dorthin. Du wirst schon sehen. Er bringt alles wieder in Ordnung. Wie hast du dich befreit und nicht aufgeben? Nur nicht aufgeben. Wir kommen hier raus. Ich weiß nicht. Wie hast du dich vorher befreit? Ich weiß es nicht. Sie haben die Fußschellen angepasst, als sie mich hier angekettet haben. Aber heute habe ich es irgendwie geschafft, rauszuschlüpfen. Die letzten 3 Wochen haben mich wohl sehr entschlossen gemacht. Ja, und sehr dünn. Richard, wirf mir das Hufeisen zu. Es ist nicht hart genug, um damit die Ketten zu sprengen. Ich hab's versucht. Ich werde mir was einfallen lassen. Gib's mir einfach. Ich will's haben, um das gegen den Hammer zu werfen. Vielleicht fällt der dann runter. Das wäre jetzt so meine Idee. Dank dem Herrn Richard lebt. Hufeisen. So, jetzt können wir... Können wir das vielleicht... gegen das Pferd können wir nichts machen, aber wir können das gegen den Hammer werfen. Das war sehr einfach. Wunderbar. Huchala. Hat mich die Flasche jetzt erschrocken. Deine mache ich als nächstes auf. Das hat super funktioniert. So, wir können das Pferd nehmen und abhauen. Kannst du stehen? Ich versuch's. Gut. Dann warte hier und rühre dich nicht, bis ich weiß, wie wir hier rauskommen. Nehmen wir sein Pferd. Ja, gute Idee. Aber erst müssen wir die Waffen finden, die Matthew versteckt hat. Übrigens, ich gebe mir Mühe, nicht immer dazwischen zu labern. Aber manchmal ist das halt sehr schwer einzuschätzen, wann jemand redet und vor allen Dingen, wann derjenige aufhört. Kommt da noch was oder so? Das ist halt immer sehr schwer einzuschätzen, aber ich gebe mir Mühe. Der Wohnturm, da kommen wir jetzt nicht hin. Können wir hiermit was anfangen? Pass gut auf. Wenn er aufwacht, schrei und lauf so schnell du kannst. Hörst du? Alles klar. Wenigstens einer. So. Matthew muss sie woanders versteckt haben. Nein? Okay. Da brauchen wir ja jetzt nicht mehr hingehen. Ich würde jetzt auch über die Mauern gehen. Wir können jetzt nichts für unseren Hund tun. So, wir können nur hier rüber schleichen. Also, die Schlacht war ein bisschen kurz,
So, William Schergen. Da William Hemley aus einer adligen und politisch ambitionierten Familie stammt, hat er eine eigene kleine Armee unter seinem Befehl. Es gibt drei Männer, die fast nie von seiner Seite weichen. Walter, Hugh X. Das hört sich an wie so ein Matrix-Film. Und Ugly... Heißt denn der Ugly? Ugly Gervais? Hugh und Ugly. Ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen werden. Sind Ritter, die für ihre Gewalttätigkeit und Loyalität bekannt sind. Allein ihre Namen bringen Furcht in die Herzen ihrer Gegner. Naja. Finde ich jetzt nicht so, aber okay. Walter war Williams Lehrmeister und hat ihm schon als Burschen das Reiten und Kämpfen beigebracht. Nun ist Walter Williams Leibwächter und rechte Hand. Okay. Die Ritter haben sich kaum gewehrt und die Bauern sind wie Hühner davon. Ich hab's gefunden, wie Matthew gesagt hat. Da will sie nicht lang. Können wir noch mal über die Mauer? Ich will noch mal gucken. Sieht im Moment schlecht aus. Es juckt mir in den Fingern. Ich komm, was anderes kann ich hier eigentlich aber auch gar nicht machen. Mir auch. Sollen wir den... Wie wär's, wenn wir uns den Jungen vornehmen? Der macht es sowieso nicht mehr lange. Er ist so gut wie tot. Können wir ihn eigentlich jetzt damit abstechen? Nee. Wir haben gar kein Ding zu ihm. Okay, dann gehen wir zum Pferd. Streichel es, nimm die Satteltaschen ab. Erstmal streicheln. Erstmal schön streicheln, bekannt machen, beruhigen. Vorsichtig. Anscheinend mag es das nicht. Das Pferd mag nicht gestreichelt werden, alles klar. Nimm die Satteltaschen ab. Oder? Oh, ruhig, ganz ruhig. Was machst du? Das Pferd hätte fast die Wache aufgeweckt. Der Knoten ist zu fest. Jetzt ist aber meine Frage, ich könnte jetzt die Satteltaschen losschneiden, aber da könnte auch was Wichtiges drinne sein in den Satteltaschen. Und ich steige jetzt einfach auf. Es könnte was Wichtiges drinne sein, wir wissen es nicht. Hey! Nein! Lass die Finger von Williams Pferd! So wirst du mir nicht davonkommen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Erst nochmal? Oh, doch nicht. Nee, hat nicht funktioniert. Wir müssen die Satteltaschen wohl abschneiden. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so. Ich hoffe, ich steche das Pferd jetzt nicht. Satteltaschen abgeschnitten. Etwas Hafer, den ich in Williams Sattelte. Ah. Wir können dem Gaul das. Ach, du armer Kerl. Willst du was zu fressen? Es ist jetzt ruhig. Versuch aufzusteigen, Richard. Aber wohin geht es? Nach Winchester natürlich. Wir müssen Vater finden und mit dem König sprechen. Sie müssen erfahren, was hier geschehen ist. Jetzt steig auf. Wir haben nicht viel Zeit. Schade, dass wir den Hund nicht befreien können. Und jetzt ich. Hey, ihr da! Stehen bleiben!
Schneidet ihnen den Weg ab! Müssen hier hin, reiten in den Wald. Ja, was anderes bleibt uns ja nicht übrig. Der Gedanke, dass sie uns einholen könnten, ließ mich schnell weiterreiten. Es regnete ohne Unterlass. Nach einer Weile wurde Richards Wimmern schwächer. Aber ich wagte nicht zurückzublicken, in der Furcht, William Hamley direkt auf unseren Fersen zu sehen. Ich zwang das Pferd zu einem schärferen Trab, in der Hoffnung, dass mein Bruder nicht seinen Wunden erliegen würde. Reite nach Winchester. Wir ritten in Richtung Winchester. Der König würde die Dinge richten, wenn wir ihm alles erklären. Das müsste er einfach. Es dauerte nicht lange, bis Richard fast vom Pferd fiel. Als ich ihm die Hand auf die Stirn legte, erkannte ich, dass er hohes Fieber hatte. Sein verstümmeltes Ohr war rot, heiß und geschwollen. Oh, Blutvergiftung? Ein Laut ließ mich aufschrecken. Aus dem Dickicht des Waldes trat eine Frau. Ich wollte schon den Dolch ziehen, den ich am Unterarm trug. Ich fragte sie, wer sie sei. Dies sei ihr Wald, antwortete sie. Also müssten wir uns zuerst vorstellen. Ich sagte, ich sei die Tochter des Grafen von Shiring und reise mit meinem Bruder. An eurem Gebaren erkenne ich, dass ihr vom Adel seid. Sie lächelte und erklärte ihrerseits, sie sei die Frau des örtlichen Waldhüters. Als sie Richards Ohr bemerkte, sagte sie, er brauche Hilfe. Zum Glück sei ihre Hütte in der Nähe. Sie bot uns Essen und eine Unterkunft an. Und ich habe eine Mücke hier. Ach, vertraue ihr nicht. Risiko eingehen, vertraue, um Richard zu helfen. Wir machen's. Wir gehen das Risiko ein. Wir folgten ihr zu ihrer Hütte. Es war weiter, als sie uns hat glauben lassen. Dort half ich meinem Bruder aus dem Sattel und ließ die Frau die Zügel des Tiers nehmen. Die Hütte war karg, die Einrichtung spärlich. Drin war es fast so kalt wie draußen. Von ihrem Mann keine Spur. Richard ließ sich erschöpft auf einen der knarrenden Hocker fallen. Die Frau zündete ein Feuer an, das knisternd zum Leben erwachte und einen warmen Schein verbreitete. Verspriche eine Belohnung, bestehe darauf, Richard zu helfen. Ja. Ich erhob die Stimme und wiederholte eindringlicher, dass Richard sterben könnte, wenn wir jetzt nicht handelten. Bei meinen Worten schien die Frau aus ihrer Abwesenheit zu erwachen. Sie nickte zum Feuer. Draußen war ein Geräusch zu hören und ihr Gesicht nahm einen seltsamen Ausdruck an. Ja. Dann begann sie zu erklären. Um eine Wunde zu schließen, müsse man ein heißes Stück Metall vorsichtig gegen das Fleisch pressen. Dies würde die Dämonen und üblen Gerüche daran hindern, in den Körper einzudringen. Der Blick der Frau sprang immer wieder zur Tür. Und so drehte ich den Kopf, um ihm zu folgen. Sie hat aber recht. Natürlich, so kannst du ja auch die Blutungen stillen. Zusätzlich, also ja, wegen dem Verschließen halt, ne? Also das ist schon wahr. Nur einen Moment, nachdem ich den Kopf gedreht hatte, zeigte meine eigene Klinge auf mein Gesicht. Sie hatte den Dolch in meinem Ärmel bemerkt und ihn herausgezogen, bevor ich wusste, was geschah. Sie entschuldigte sich. Es sei eine raue Welt und ihr Gesetz sei, zu fressen oder gefressen zu werden. Plötzlich hörte ich Lärm von draußen. Er ist hier, sagte sie. Wer ist denn das? Ist das der? Der hat ja nichts dabei. Fliehe, kämpfe. Wir machen kämpfen, komm. Ich versuch's. Ich ergriff ein zersplittertes Brett vom Boden und richtete es drohend gegen sie. Plötzlich packte mich jemand von hinten. Im nächsten Augenblick landete ich hart auf dem Boden. Er sah uns und unsere Waffen an und brach in Gelächter aus. Er trat näher, um nach Richards Schwert zu greifen, aber seine Frau mischte sich ein. Wir können das nicht verkaufen. Jeder würde wissen, wem das Schwert gehört. Der Mann knurrte zustimmend und ging raus. Bevor sie ihm nachging, warf sie meinen Dolch vor mir auf den Boden. Damit kannst du die Wunde deines Bruders ausbrennen, sagte sie und verschwand. Mm. Wir hörten das Wiehern von Williams Pferd
und Hufgetrappel von draußen. Wir standen wie erstarrt da, bis Richard mir sagte, ich sollte mal nachschauen. Als ich rausging, waren die Wegelagerer längst über alle Berge. Williams Pferd hatten sie mitgenommen. Die Hütte hatte ihnen vermutlich nie gehört. Aber wenigstens hatten wir jetzt für die Nacht ein Dach über dem Kopf. Ja, und ich muss jetzt Schluss machen, meine Lieben. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.